Nächste Rednerin ist Sabine Herrlitschka, die Vorstandsvorsitzende von Infineon. Gesetze zu nehmen und nicht nur Gesetze zu geben. Ich stelle fest, dass das natürlich für eine gesetzgebende Körperschaft ein sehr hoher Anspruch ist. Wir werden uns bemühen, diesen hohen Ansprüchen zu entsprechen. Danke. Jetzt ist am Wort die Vorstandsvorsitzende von Infineon Technologies Austria, Frau Diplom-Ingenieur Dr. Sabine Herrlitschka. Ich bitte um Ihren Beitrag. Herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte mich dem Dank wirklich zutiefst anschließen. Herzlichen Dank für Ihre Initiative zum digitalen Wandel in diesem so wichtigen, für uns so wichtigen Thema. Ich habe das Grünbuch bereits durchgeschaut und habe mich sehr gefreut über viele der Aussagen und Schlussfolgerungen, denn ich denke, da kommen viele wichtige Themen bereits gut auf den Punkt. Ich möchte meinen Beitrag damit beginnen, vieles ist gesagt worden, aber ich möchte damit beginnen, dass ich in Erinnerung rufe, dass die Digitalisierung bereits für jeden von uns persönlich erlebbar ist. Wenn ich jetzt fragen würde, wer von Ihnen hat ein Smartphone oder besser gefragt, wer hat kein Smartphone mehr, dann wird es wahrscheinlich nicht viele Leute geben, die hier aufzeigen. Die Entwicklung des Smartphones hat zwei ganz typische Elemente, die charakteristisch sind für die Digitalisierung. Die Smartphones, insbesondere das iPhone als Starter auf dem Gebiet, ist 2007 auf den Markt gekommen, vor weniger als 10 Jahren. Überlegen Sie mal, was innerhalb von diesen weniger als 10 Jahren allein in Ihrer täglichen Praxis heute über Ihr Smartphone läuft. Einfache Abläufe, ob Sie irgendwo den Weg suchen, ob Sie in einem Restaurant eine Reservierung machen. Wenn man Reisen bucht, dann hat sich das sowieso radikal verändert. Das heißt, Digitalisierung, auch persönlich erlebte Digitalisierung, hat enorm mit Geschwindigkeit zu tun. Und das sehen wir auf allen Gebieten. Der zweite Teil, wir haben eine Rechnung angestellt. Was würde aufgrund der technologischen Entwicklung, die man zurückrechnen kann, was hätte ein Smartphone wie das iPhone 6 1975 gekostet? Heute sind wir großzügig, sagen wir $650. 1975, also knapp nach dem Ende der Apollo-Mission, die $23 Milliarden gekostet hat, würde ein iPhone 6 $65 Milliarden kosten. Ich darf es wiederholen, $65 Milliarden. Und das beruht einfach auf der Rechenbarkeit der Kostenreduktion von den Bauelementen, den Transistoren. Also da ist wenig Spekulation dahinter, soweit man sowas runterrechnen kann. Das ist mehr als doppelt so viel als die gesamte Apollo-Mission. Und das bringt das zweite Thema, Charakteristikum für die Digitalisierung, gut auf den Punkt. Für End-User ist die Digitalisierung ganz wesentlich davon getrieben, dass sie Innovationen schafft, oft radikale Innovationen ermöglicht und das leistbar macht für den End-User. Wir machen damit Wachstum und Innovation leistbar. Und auch das ganz wichtige Aspekte, die insgesamt für die Digitalisierung zutreffen. Und aus dem Grund sage ich mit voller Überzeugung, die Digitalisierung ist eine der größten Chancen, die wir jemals gehabt haben. Warum? Weil sie eindeutig und primär auf Wissen und auf Know-how beruht. Weil sie weniger stark darauf beruht, was einzelne Regionen oder Länder vor Ort an Ressourcen haben, gewachsen
oder naturgegeben haben, sondern ausschließlich und primär auf Know-how und Wissen beruht. Und als solches ist es auch kein Wunder, dass manche Akteure die Digitalisierung als digitales Wirtschaftswunder auch bezeichnen. Es ist auch schon angesprochen worden, selbstverständlich sind mit jeder Entwicklung und auch mit der Digitalisierung Ängste verbunden. Die Ängste muss man adressieren. Aber auch das ist fast eine Binsenweisheit. Ich sage sie trotzdem, die Digitalisierung hat bereits begonnen. Sie findet statt und sie findet mit oder ohne uns statt. Und deswegen bin ich so froh, dass es diese Initiative hier auch gibt, weil es muss darum gehen, dass wir die Chancen aus der Digitalisierung proaktiv nutzen und gestalten. Für Unternehmen bietet die Digitalisierung zumindest in zweierlei Hinsicht ganz deutliche Chancen. Auf der einen Seite als Anwender von digitalen Technologien, auf der anderen Seite, so wie auch bei uns, bei Infineon, als Produzenten, Entwickler von Technologien, die für die Digitalisierung eingesetzt werden können. Und ich gebe Ihnen jetzt ein paar Beispiele von meinem Unternehmen, von Infineon Österreich. Wir sind ein Unternehmen der Mikroelektronik. Wir machen Halbleiterelemente, Chips. Wir produzieren Technologien, die das Leben einfacher machen, sauberer, nachhaltiger machen und sicherer machen. Einfacher. Man kann sich heute fast keinen Tag mehr vorstellen, der ohne Elektronik funktioniert. Das Schöne daran ist, viele von uns nehmen das gar nicht wahr, weil es so selbstverständlich, so eingebaut, so ein integraler Bestandteil geworden ist. Im Auto sieht man viele Teile davon, wie Elektronik das Fahren unvergleichbar machen im Vergleich zu früher. Sauberer und nachhaltiger. Ich habe Ihnen hier etwas mitgebracht. Da ist ein kleiner Chip drauf. Den können Sie wahrscheinlich nicht einmal sehen, so klein ist er. Der wird bei uns im Headquarter, im österreichischen Headquarter in Villach entwickelt und produziert. Das ist ein Chip, der die Energieeffizienz, eine der größten Energiequellen, erschließt. Den Chip steckt man in Rechenzentren rein, wendet man in Rechenzentren an und reduziert den Energieverbrauch dramatisch. Wir sind damit auf globalen Märkten führend. Die Technologie hinter den Energieeffizienzanwendungen ist Leistungselektronik. Gerade bei der Leistungselektronik ist Infineon als Konzern mit Abstand global führend. Und wir hier in Österreich leisten hier ganz wesentliche Beiträge. Und die Anwendung, genau wie gesagt, hilft, Energie zu sparen und schlussendlich auch CO2 zu reduzieren. Auch das rechnen wir in einer geprüften Bilanz. Und drittes Element, Sicherheit. In den Tagen wie diesen, gerade im Licht der aktuellen Anschläge und Befürchtungen, ist es mir besonders wichtig, auch zu sagen, dass es auch Technologien gibt, die gerade im Bereich der Sicherheit ganz wesentliche Fortschritte bieten. Wir sind zum Beispiel ein Anbieter von hardwarebasierter Sicherheit, das heißt, wir stellen Chips her, haben wesentliche Entwicklungen dazu, die Sie in Identitätskarten, in Pässen finden. Wir machen zum Beispiel die Chips für die US-Pässe. Und jetzt darf ich es an der Stelle so sagen, als europäisches Unternehmen einen Auftrag von einer US-Behörde zu haben für die Sicherheitschips in den Pässen, ist nicht schlecht. Aber jedenfalls machen wir auch die Chips zum Beispiel für die österreichischen Pässe, genauso wie für die Bankomatkarte oder die E-Card. Infineon gibt es in Österreich seit 45 Jahren. Wir sind in Villach angesiedelt. Wir haben uns immer mit den Technologien weiterentwickelt. Vor 45 Jahren waren wir eine verlängerte Werkbank. Man ist nach Österreich gekommen, aus einem günstigen Umstand heraus, aber vor allem deswegen, weil es billiger war zu produzieren. Heute haben wir in Österreich starke Forschung und Technologie, wissensintensive Produktion und globale Geschäftsverantwortung. Wenn wir heute noch so arbeiten würden wie vor 45 Jahren, würde es uns heute nicht mehr geben.
Was wir gemacht haben, ist, dass wir uns mit jeder technologischen Entwicklung weiter verändert haben. Und genau das tun wir auch mit der Digitalisierung. Wir sind heute das forschungsintensivste Unternehmen Österreichs. Und wir haben heute als Unternehmen der Digitalisierung so viele Jobs, vor allem Hightech-Jobs, wie noch nie zuvor. Wir reden nicht nur über diese Dinge, sondern wir tun. Und manchen von Ihnen mag es aufgefallen sein, wir hatten voriges Jahr eine wesentliche Erweiterung bei Infineon Österreich im Konzern auch durchsetzen können und bekannt geben dürfen, nämlich eine Investition von 290 Millionen Euro mit dem Schwerpunkt, gerade die Digitalisierung, Industrie 4.0, wie wir in der Industrie sagen, weiterzuentwickeln in unseren Abläufen und in unseren Prozessen. Und wir werden im Rahmen dieser Erweiterung über 3 Jahre 200 neue Hightech-Jobs schaffen. Neben allem, was wir selber tun, braucht es das gute Teamplay zwischen Wirtschaft und Politik. Und es braucht daher auch Ihre Mithilfe. Das Grünbuch, wie gesagt, finde ich eine sehr, sehr gute Basis und da finden sich viele Empfehlungen, die ich sehr teilen kann. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf 5 Themen lenken, die mir wichtig sind. Und manches davon ist schon angesprochen worden. Auch das ein guter Indikator, dass die Empfehlungen auf sehr breiter Basis stehen. Das eine ist digitale Infrastruktur. Die ist essentiell. Als typisches Beispiel die Breitbandinfrastruktur, selbstverständlich. Aber die gesamte digitale Infrastruktur, die es braucht, die Chancen der Digitalisierung gut zu nutzen, darauf bitte ich Sie, Ihre Aufmerksamkeit zu legen in den Empfehlungen, die Sie abgeben. IT-Sicherheit. Man könnte schon sagen, das ist ein No-Brainer in Zeiten wie diesen. Bei allen Themen, ob das autonomes Fahren ist, ob das ein Smart Home ist, überall dort, wo die Digitalisierung ankommt, wird die IT-Sicherheit der zentrale Punkt sein. Keiner von Ihnen wird jemals ein digital fahrendes Auto verwenden, wenn Sie fürchten müssen, dass Sie jemand beim Vorbeigehen mit einem Handy einhackt. Und das trifft alle Bereiche. Was wir da brauchen werden, sind digitale Identitäten. Wahrscheinlich digitale, eine Art digitale Identitätspässe. Normung ist ein zentraler Punkt. Normen und Standards erschließen Märkte. Und gerade im Bereich der Digitalisierung, wo es um die Zusammenarbeit über Grenzen geht, ist es wichtig, hier sich um einheitliche Normen und Standards zu bemühen, weil wir damit für Produkte auch die Marktzugänge schaffen. Die Arbeit, auch das ist schon angesprochen worden, wird sich radikal verändern. Es braucht deswegen entsprechende arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen, die auf der einen Seite den Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherstellt, aber auf der anderen Seite auch die Flexibilität bietet, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber wollen, die die Natur der Digitalisierung und der Tätigkeiten in der Digitalisierung ganz deutlich zutage bringen. Und 5. Punkt, Forschung und Bildung. Auch das ist fast ein stehender Satz, so sehr wir uns daran gewöhnt haben, dass das immer kommt. Jeder von uns, der das sagt, der meint das so. Forschung und Bildung in einem Umfeld, Digitalisierung, die so stark auf Wissen und auf Know-how beruht, ist Bildung und Forschung das essentielle Thema. Und damit meine ich Ausbildung genauso wie Weiterbildung. Es muss uns darum gehen, auch über die Aus- und Weiterbildung, genau die Jobs, die Jobprofile der Zukunft zu gestalten und zu schaffen. Und ich gebe Ihnen auch da ein Beispiel aus unserer Praxis. Wir sind schon jetzt, wie ich Ihnen gesagt habe,
ein Unternehmen der Digitalisierung. Wir haben jetzt so viele Jobs wie noch nie zuvor. Wir haben in den letzten 10 Jahren das Bildungsniveau Hochschulabschlüsse von 30% auf 50% erhöht durch Aus- und Weiterbildung. Und damit möchte ich zusammenfassen mit einem Satz noch. Ich glaube, die Digitalisierung ist eine unglaubliche Chance. Viele von uns tun bereits sehr viel. Ich habe Ihnen 5 Themen gesagt, wo ich glaube, dass es wichtig ist, draufzuschauen und hier aktiv zu sein. Und ich möchte damit schließen, die Digitalisierung findet auch im Kopf statt. Denken kann man schnell und wir müssen auch schnell handeln. Dankeschön. Die Digitalisierung sei eine der größten Chancen, die wir je gehabt hätten. Sie ist bereits für alle Österreicherinnen und Österreicher spürbar. Denke man nur an Smartphones, meint Sabine Herrlitschka, Vorstandsvorsitzende von Infineon Österreich. Auch Technologien im Bereich der Sicherheit würden große Fortschritte machen, meint sie.